denkt man an den Schwarzwald, so fallen einem die Begriffe Bollenhut, Kuckucksuhr, Schinken und Kirschtorte natürlich sofort ein. Fragt man den Besucher nach den Sehenswürdigkeiten, wird meist der Titisee neben dem Feldberg, der Schluchsee und das Freiburger Münster genannt. Der ovale Bergsee, über dessen eigenartigen Namen es verschiedene nicht belegbare Sagen gibt, ist auf jeden Fall eines der meistfrequentierten Ausflugsziele im Schwarzwald. Nur früh morgens, wenn die Scharen von Touristen aus aller Welt noch nicht eingetroffen sind, strahlt der kristallklare Titisee in der hügeligen Landschaft Ruhe und Idylle aus. Vereinzelt sind auch dann schon einige Boote unterwegs. Mit der Ruhe ist es am späten Vormittag vorbei. Die vielen Parkplätze füllen sich und dann strömen die Massen in den kleinen Ort Titisee, der sich mit einer Einkaufs- und Erlebnismeile bestens auf den Tourismus eingestellt hat. In den Geschäften am nördlichen Seeufer sind alle gängigen Schwarzwaldartikel wie Kuckucksuhren, Schwarzwälder Schinken, Schmuck, Souvenirs oder Trachten erhältlich, die von hier aus in die ganze Welt reisen. Das Zäpfle-Bähnle fährt in die nähere Umgebung, die großen Schiffe starten im halbstündigen Takt zu den Seerundfahrten, die Bootsverleiher haben bestens zu tun und das Riesenrad dreht sich von nun auf unaufhörlich. Lediglich ein Besuch des kleinen Kurparks am Westufer neben dem Strandbad und eine 6 Kilometer Wanderung um den See bringen dann noch ein ruhiges Naturerlebnis. Trotz des touristischen Rummels, wer im Hochschwarzwald unterwegs ist, sollte einen Ausflug zum Titisee nicht aussparen.